ein bekanntes Gesicht. Hallo Steffen von der Firma Velomo. Ja, hallo Camping- und Outdoor-Freunde. Hier geht's aber heute nicht um Camping, auch nicht um Outdoor, sondern um ein spezielles Projekt. Ich habe es auch schon mal angekündigt. Steffen hat nämlich was ganz Krasses gebaut. Sag mal, was ist denn los hier? Du kannst doch nicht so was Krasses bauen hier. Was hat's denn damit auf sich? Erklär mal. Komm, wir gehen mal hier rein. Also ihr habt ja schon gesehen im Titel, es handelt sich hier um ein... Velomafieux ist der Titel. Velomafieux? Ja, ist dieses Projekt. Und was bedeutet das? Inspiriert von einem Mafia-Fahrrad. Okay. Inspiriert von alten klassischen Karossen wie im Bugatti Atlantic oder sowas, sollte ein völlig dekadentes Fahrrad entstehen. 4,20 Meter lang und mit einer klassischen 30er Jahre Abwicklungsform. Was ich jetzt hier noch zu tun habe, das verrate ich euch gleich. Steffen, sag mal, gibt es da einen Kunden dafür oder was hat es jetzt genau mit diesem Projekt auf sich? Grundsätzlich ja. Also die Fantasie, so etwas zu bauen, habe ich schon seit 10 Jahren oder so. Und habe im Grunde genommen immer wieder gefragt, ob irgendwelche Interessenten dafür sind, für die ich sowas mal bauen könnte. Und ich habe halt im Velomobilforum mal jemanden gefunden, der gesagt hat, ja, hätte ich gerne, kannst du sowas bauen. Ich finanziere dir das teilweise mit und dann mache ich das. Und was hat der Kunde damit vor? Ganz normal fahren. Also der fährt auch jetzt schon Velomobile und würde das dann eigentlich gerne im täglichen Pendelbetrieb benutzen. Es ist groß genug, um auf dem Autoparkplatz zu passen. Ich würde sagen, schon fast zu groß. Wie groß ist das dann am Ende? Nein, 4,20 Meter Länge, ja. Okay, 4,20 Meter Länge. Die Gesamtbreite ist ungefähr 1 Meter, das passt schon. Das Gewicht wissen wir jetzt noch nicht, aber du schätzt... Es wird schon über 100 Kilo sein. Das ist ja jetzt hier nur die Karosse, das Chassis fehlt noch. Ja. Das machst du dann bei dir zu Hause in der Firma? Genau, das ist dann ganz normale Velomo-Fahrwerkstechnik, die dann da reinkommt und dann... Ist das die Karosse, die rüberkommt, aber selbst so viel umbauter Raum, dass, wenn das einigermaßen stabil sein soll, dann läppert sich das Gewicht. Aber gut, es wird auch motorisiert natürlich, Grillmotor, alles drum und dran. Und das fährt dann schon ordentlich. Wie viel Arbeitszeit steckt denn jetzt schon hier drin? Hast du ja alles selber gebaut? Bis hierher, ja. Also von der Planungszeit überhaupt, diese Idee zu entwickeln, ein paar Zeichnungen oder so zu machen, das kann ich nicht sagen, wie lange ich da dran saß. Das hat sich über Jahre nebenbei entwickelt. Jetzt direkt mit diesem Holzbau anzufangen, praktisch sind bisher ungefähr 200 Stunden drin. 200 Stunden, das kann man doch gar nicht bezahlen. Nee. Nee, was denkst du denn, wenn man sowas bestellen wollen würde, ja? Also in Zukunft, das ist ja jetzt sowas wie ein Prototyp, ist ein Prototyp. Ja. Was dann so ein Kunde, ein potenzieller Kunde für so eine Einzelanfertigung verrappen müsste. Also wenn man eine komplette Einzelanfertigung von solch einem jetzt wirklich in den Raum geworfenen Kunstwerk haben will, dann ist es eigentlich normalerweise nicht bezahlbar. Da müsste man irgendwie schon 25.000, 30.000 Euro ansetzen für sowas. Und die einzige Möglichkeit ist, wäre eine Kleinserie davon zu bauen, dann wird es vielleicht Richtung 20.000 tendieren, aber... Naja, wir wissen ja, wie das meistens ist mit der Vorstellung von den Preisen, am Ende wird es dann sowieso teurer. Ja. Ja, man kann sich das halt nicht vorstellen, wenn man sowas noch nicht selber gebaut hat, wie viel Zeit da wirklich drinsteckt. Natürlich kann man das noch optimieren, ja, also gerade so ein Prototyp kann man natürlich noch lernen, aber es ist halt die Frage, macht das Sinn? Ja, gibt es dann genug Kunden dazu? Aber wir werden es herausfinden, wir bauen das Ding fertig. Das ist jetzt nahezu mit meiner Aufgabe und zwar, ja, habe ich es ja schon gesagt, es wird jetzt versiegelt von innen, von außen und am Ende High-End lackiert. So stellst du das ja vor. So stelle ich es mir vor. Schauen wir mal, was rauskommt. Na, und das bei mir in meiner Schreinerwerkstatt. Nein, ich habe hier vorne noch eine andere Werkstatt und mein Nachbar hat noch eine Lackierkabine und da werden wir das dann alles schön lackieren. Das seht ihr alles in einem separaten Video. Ich werde da mal ein paar Aufnahmen machen, das Ganze zusammenschneiden. Ja, so im Zeitraffer, weil das wird sonst ewig lang. Ich werde jetzt hier mehrere Tage wahrscheinlich damit verbringen. Hier seht ihr jetzt noch jede Menge Einzelteile. Das sind ja jetzt Radkästen, das ist die Tür, das sind noch so Seitenteile. Das ist vorne, das kommt noch, halt mal dran, Steffen. Das kommt nämlich vorne an die Front dran. Das ist sozusagen die Schnauze. Da könnt ihr euch das jetzt ja schon mal besser vorstellen, wie groß das ist. Also wirklich ewig groß. Ja, ist ja wirklich Wahnsinn, wenn man davor steht. Und ich bin ja froh, dass du das jetzt soweit fertig hast, weil ich war ja schon vor wann? Am Montag. Montag bei dir, da wollten wir das schon verladen. Und dann hast du gesagt, nein, wir müssten noch ein paar Restarbeiten machen, so 2 Stunden, kann ich mich erinnern. Und ich habe das damals schon gefilmt, habe mir das mal also hier festgehalten mit der Kamera. Könnt ihr jetzt hier sehen. Und ich kann euch sagen, aus den 2 Stunden, die er noch so sich vorgestellt hatte, wurden dann wie viele Tage? Naja, 3, 4 Tage. Nochmal 3, 4 Tage. Ich habe gesagt, Steffen, du musst das alleine machen, weil ich habe ja deine Vorstellung nicht im Kopf. Das muss er wirklich alles selbst machen. Aber jetzt weiß ich, was zu tun ist. Ich habe mir das hier alles genau erklären lassen. Ah, es wird ein spannendes Projekt.
Abschließend habe ich noch eine Frage, Steffen. Ist das dann jetzt hier eure neue Zukunftsplanung für die Firma Belomo? Grundsätzlich nicht. Also es ist natürlich jetzt schon ein so ein Steckenpferd, so ein Lieblingsprojekt, um das mal um die Welt zu setzen. Und natürlich, wenn wir jetzt ganz viel Nachfrage kriegen, die sagen hier, shut up and take your money, take my money, dann schaue ich mal, was ich machen kann. Aber natürlich ist es jetzt, bleibt es ein Einzelprojekt und wir fokussieren uns auf Serienräder wie das Pony, das Quad Velo. Da steckt ja auch eine ganze Menge gemeinsame Technik drunter. Und das sind halt quasi normale wirtschaftliche Projekte. Das hier ist Luxus. Ah, das ist eigentlich so eine Traumvorstellung für dir gewesen, die du jetzt mal die Realität umsetzt. Ja. Und das Pony 4 habe ich ja auch da. Ja. Das ist ja serienreif, kann man bei euch ja kaufen, ne? Direkt über dich oder wie war das nochmal? Ja, über mich auch. Das ist halt das tschechische Produkt und ich kann das halt in Deutschland vertreiben. Genau, wenn ihr nicht wisst, was das Pony 4 ist, ihr findet wieder da in der Videobeschreibung einen Link. Kriege ich jetzt nicht bezahlt. Ich mache das einfach so, weil ich das Teil toll finde. Und dann gibt es ja noch das Quad Velo. Das ist jetzt auch schon serienreif oder wie war das? Das wird diese Saison im Grunde genommen regulär dann im Markt eingeführt. Also es gibt davon schon 15, 20 Exemplare für Pionierkunden, die so mittlerweile rumfahren. Und diese Saison, würden wir sagen, ist serienreif, ist im regulären Verkauf. Für welchen Preis? Das weiß ich noch nicht, aber es ist um die 10.000 Euro. Hat sich nicht viel geändert. War letztes Mal auch zwischen 8.000 und 10.000. Ja. Klar, die Materialpreise gestiegen, alle Kosten sind gestiegen. Ja, finde ich viel zu billig, ehrlich gesagt. Weil so ein HB Velotechnik 3 kostet auch schon 11.000 mit Motor. Ja. Genau, auch das verlinke ich euch. Und ich denke, wir haben jetzt erstmal alles hier geklärt, damit ihr wisst, wie es hier weitergeht. Ja, das nächste Video zu diesem Projekt dauert noch ein bisschen, weil, wie gesagt, die ganzen Sachen werde ich zusammenschneiden und dann in ein Video vereinen. Demzufolge, wenn ihr Fragen habt, stellt sie doch in die Kommentare oder schreibt sie in die Kommentare und ich antworte dann später mal drauf. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg und ciao, Steffen.